Tantra als den mystischen Pfad des Hinduismus und Buddhismus bezeichnen, so wie wir den Sufismus als mystischen Pfad des Islam, die Kabbala als mystischen Pfad des Judentums und den Gnostizismus als mystischen Pfad des Christentums bezeichnen können. Und es ist so, dass die Religionen meistens den Körper, die Frauen, den Sex und die Schönheit hassen. Und im Gegensatz dazu sind wir Mystiker, ist der mystische Weg ein Weg, in dem es um Liebe, um den Körper, um das Göttliche geht. Und dazu kommt noch, dass sich die Religionen untereinander bekriegen. Meistens, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, jeder will jeden bekehren. Die Mystiker aber sprechen eine Sprache und das ist die Sprache der absoluten Liebe. Die Tantren beschreiben alle Aspekte des Lebens, da sie den Menschen als Ganzheit sehen. Und jetzt ist ganz wichtig, ich möchte euch sagen, wie ist es zum Neotantrismus gekommen und wie ist es zu dem großen Missverständnis gekommen, dass Tantra mit Sexorgien und allen möglichen sexuellen Sachen auf alles mögliche Sexuelle reduziert wird. Ich habe nichts gegen Sex, aber es wäre sehr schade, wenn wir diese große Weisheitstradition nur auf Sexualität reduzieren würden. Wie gesagt, die Tantren beschreiben alle Aspekte des Lebens und sehen den Menschen als Ganzheit. Und natürlich gehört zu unserer Ganzheit auch die Sexualität. Ungefähr 2% der tantrischen Weisheit und der tantrischen Weisheitslehren beschäftigen sich mit der Sexualität. Vielleicht sind es auch 4%, aber nicht viel mehr. Und wie der Tantrismus dann in den 60er Jahren in den Westen gekommen ist, haben sich die Menschen, die sich bis dahin mit Spiritualität befasst haben, in der Sexualität vollkommen ausgeschlossen und Askese und Nirvana alles war, haben sie sich auf diese 2-4% gestürzt, der sexuellen tantrischen Geheimnisse und alles andere beiseite gelassen. Und deswegen ist es zu diesem Missverständnis gekommen, dass Tantra gleichzusetzen ist mit Sexualität und natürlich jetzt seit einigen Jahren, würde ich sagen, auch mit Tantra-Massage. Also Tantra ist nicht gleich Tantra-Massage. Die Tantra-Massage ist ein sehr angenehmer, neuer Zweig des Neotantrismus. Also ich habe nichts gegen Tantra-Massage, aber wir sollten Tantra-Massage nicht mit dem Tantrismus gleichsetzen oder den Tantrismus auf Tantra-Massage oder Sexualität reduzieren. Im kaschmirischen Tantrismus, der ein authentischer, uralter tantrischer Pfad ist, haben wir die Idee, dass wir Menschen zuerst einmal lernen sollten, Liebe zu machen mit dem Raum und mit dem ganzen Kosmos. Und dann sind wir bereit, mit einem Menschen eine erfüllte, körperlich-seelische, mystische Liebesbeziehung einzugehen. Es gibt verschiedene tantrische Pfade. Und ich repräsentiere die antiken tantrischen Pfade des kaschmirischen Tantrismus und des ägyptischen Tantrismus und bin, glaube ich, die erste auf der Welt, die diese Pfade verbunden hat. Und bin aber, und das ist jetzt das Interessante, auch eine zertifizierte Neotantra-Lehrerin, und zwar eine Skydancing-Tantra-Lehrerin, ausgebildet von der großen alten Dame des Neotantrismus, Margot Anand.
Ich bin aber hängen geblieben, ich habe mit Neotantrismus begonnen und bin dann, wollte dann weiter zur Quelle vordringen, mir hat es nicht genügt und bin dann hängen geblieben beim alten authentischen Tantrismus, wie ihn Daniel Ogier zum Beispiel lehrt. Und bin auch eine Isis-Priesterin. Wir treffen uns hier in Griechenland, in Delphi, ein paar Mal im Jahr. Die Isis-Schwester, von dort kommt der altägyptische Tantrismus. Und habe dann auch noch das Glück gehabt, eine echte kaschmirische Meisterin kennenzulernen, eine Frau, die mich auch eingeweiht hat in die ganzen Geheimnisse. Soweit zu mir für die Neuen unter euch, die mich noch nicht kennen. Kaschmir. Wo ist jetzt Kaschmir? Kaschmir ist im Nordwesten von Indien und liegt im Hochgebirgsraum des vorderen Himalaya. Und er war praktisch der Clubmate der Antike, denn er war ein Knotenpunkt für viele Karawanen und für viele Handelswege, darunter auch die berühmte Seidenstraße, die Zentral- und Mittelvorderasien verbunden hat mit der Levante, also mit Ägypten und Griechenland. Und ihr müsst euch vorstellen, in Griechenland war der Tantrismus auch verbreitet. Und warum nicht nur durch die Seidenstraße, sondern die großen tantrischen Tempel in Indien haben zum Beispiel, Moment, ich gehe da jetzt auf laut los, tut mir leid. Ich hoffe, es hilft, mobiles Netz, nicht stören. So. Die Gajuraha zum Beispiel, diese großen tantrischen Tempel, hatten meistens auch griechische Baumeister. Also das ist ganz, ganz interessant. Und diese Baumeister haben dann diese Kulturen und Lehren mitgebracht nach Griechenland. Und natürlich Griechenland und Ägypten waren sich sehr verbunden. Und dadurch haben die auch regen Austausch ihrer Kulturen gemacht. Und natürlich auf der Seidenstraße wurden nicht nur Handelswaren ausgetauscht, sondern auch Kultur und Mystik und Tradition und Religion und neue Ideen. Und ihr müsst euch vorstellen, im antiken Kaschmir, das war mehr als eine Demokratie. Das war dort totale Gedankenfreiheit. Etwas, was wir uns heute in dieser Zeit und vor allem in dieser Zeit, in diesem Moment, alle nur sehr wünschen würden. Totale Gedankenfreiheit. Ja? Und keine Zensur der Ideen und der Gedanken, wie das jetzt immer leider immer mehr und mehr üblich wird. Und es gab einen regen Austausch von allem und deswegen haben sich auch die spirituellen Schulen ausgetauscht und die Kultur und die Mystik hat geblüht. Jetzt ist so, dass alle spirituellen Traditionen, das ist ganz wichtig und das hört man viel zu wenig, auf eine Tradition zurückgeht und von einer alle seriösen spirituellen Traditionen von einer Tradition irrsinnig inspiriert wird und das ist der Hermetismus. Der Hermetismus aus dem antiken Ägypten, das ist die Basis aller ernstzunehmenden spirituellen Traditionen. Der große Weise, der damals die sieben hermetischen Gesetze auf eine Bernsteintafel geritzt hat oder geschrieben hat, das war Hermes Trismegistus. Das war
der Meister aller Meister. Und die Meister der traditionellen Schulen sind zu ihm gereist und sind zu seinen Füßen gesessen und haben seinen Lehren gelauscht, auch die großen tantrischen Meister des damaligen Indiens. Er soll zu Zeiten Abrahams gelebt haben und haben sich inspirieren lassen von den hermetischen Gesetzen, von den universellen Gesetzen, auf der das ganze Universum beruht. Und natürlich ist auch der kaschmirische Tantrismus beeinflusst von dem Hermetismus. Und worum geht es jetzt im kaschmirischen Tantrismus? Ich werde ungefähr noch 5 Minuten Theorie machen, dann schreiten wir fort zu Tandava. Aber ich finde, es ist wichtig auch, dass wir wissen, warum wir etwas machen und wo die Wurzeln herkommen, weil wir das Ganze dann besser verstehen können. Und ich möchte euch bitten, mir nicht so sehr mit dem Verstand zu lauschen, sondern mit eurem Herzen. Denn das Herz erkennt. Es versteht nicht nur, sondern es erkennt. Wie gesagt, der kaschmirische Tantrismus ist ein authentischer, uralter, unveränderter Tantrismus. Also das Tandava und die Kashmir-Massage und der Yoga der Gefühle und verschiedene Visualisationen, das sind die 4 Säulen des kaschmirischen Tantrismus, die praktizieren wir heute genauso unverändert wie damals die Tantrika vor Hunderten von Jahren. Die Hochkultur des kaschmirischen Tantrismus war vom 8. bis 12. Jahrhundert. Und derjenige, der Hauptmeister war des kaschmirischen Tantrismus, war der Abhinavagupta. Er war ein Wissenschaftler, er war ein Künstler, er war ein Musiker, er war Mathematiker und war ein großer, der größte, eigentlich bekannte tantrische Meister des kaschmirischen Tantrismus. Und das Tantra, das Buch, die Schrift, die Hauptschrift, die dem kaschmirischen Tantrismus und der kaschmirischen Idee zugrunde liegt, ist das Vijnanabhairava Tantra. Es gibt eine wunderbare Übersetzung und Erklärung des Vijnanabhairava Tantras von Daniel Odier, aber auch andere Menschen, andere Autoren haben eine gute Übersetzung gemacht und es auch sehr gut erklärt. Es ist immer gut, wenn man eine Sache von verschiedenen Seiten beleuchtet, damit wir nicht einseitig und fanatisch werden. Das Vijnanabhairava Tantra enthält 112 Strophen. Und das, was die Grundidee ist, was eigentlich jede der 112 Strophen sagt, ist, wenn du ganz in dem bist, was du tust, bist du nahe der Erleuchtung. Das ist die Grundidee. Die Grundidee ist, dass der tiefere Sinn unseres Daseins die Transformation unseres Bewusstseins ist. Wenn wir also sagen, warum leben wir? Wir leben, um zum höchsten Bewusstsein zu gelangen. Und in diesem Augenblick, das heißt in die Gegenwart, voll einzutauchen. Und eins zu sein mit allem. Und Tandava führt uns dorthin. Es geht um Präsenz. Und Präsenz ist in unserem Tantrismus auch eine Form der Liebe. Und selbst in der Liebe zwischen Mann und Frau ist, in der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, ist Präsenz eigentlich Liebe. Denn das, was wir wollen und was wir uns alle wünschen, ist, dass wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, dass er ganz da ist. Für uns da ist. Und deswegen beschreiben wir die Präsenz als auch eine Form der Liebe. Und es geht hier nicht nur um die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau. Es geht auch die Liebe zum Nächsten.
zu jedem Menschen. Wenn ich ganz da bin, zum Beispiel ich jetzt mit euch, dann ist es ein Zeichen, dass ich euch liebe. Ja? Und es geht um das, worum es auch in jeder, im Grunde, in jeder spirituellen, großen spirituellen Tradition geht. Und es geht um das, aus dem, dass das Universum aufgebaut ist und das Quantenfeld. Es geht um Vibration, um Schwingung, also Energie, Vibration und Schwingung. Im kaschmirischen Tantrismus wird das Spanda genannt. Und um Bewusstsein. Also alles, was existiert, die Basis dessen, von allem, was existiert, ist im Tantrismus und in den großen anderen spirituellen Traditionen. Die zwei Bausteine sind Vibration, Energie und Bewusstsein, also Information. Alles ist Energie und Information. Und Energie und Information, Vibration, Spanda und Bewusstheit ist die Basis der mystischen, unserer mystischen Ekstase. Und es ist ganz egal, ob es jetzt geht um die Vereinigung in der Liebe zwischen Mann und Frau oder um das tägliche Leben. Die mystische Ekstase, unsere mystische Ekstase, das unsere, wie soll ich sagen, eine unserer Hauptideen ist, ja, die Freude, ich werde euch zum Schluss ein paar Worte von Daniel Ollier über die Freude vorlesen, die ich euch auf dem Weg bis zum nächsten Mal mitgeben werde, basiert alles auf Vibration, Energie und Bewusstsein. Und das ist mit dem Verstand nicht zu begreifen, wohl aber mit der Weisheit unseres Herzens und unseres Körpers. Also, Tandava, gehen wir jetzt zu Tandava über, weil deswegen seid ihr ja hauptsächlich alle hier. Prost. Tandava ist eine bewegte und bewegende Meditation, der Tanz in die Ganzheit, der Tanz von Shiva und Shakti. Was repräsentieren Shiva und Shakti? Shiva und Shakti repräsentieren das Bewusstsein, Shiva und Shakti, die Energie. Deswegen Shiva und Shakti. Die Tantriker haben daraus Gottheiten gemacht, die wir anbeten können. Warum sollen wir Gottheiten anbeten, die die Menschen gemacht haben? Weil wenn wir etwas anbeten, dann können wir uns dem hingeben. Das, was wir anbeten, dem können wir uns öffnen, dem können wir uns hingeben. Und es ist so schön, wirklich jetzt hinter die Kulissen zu schauen und zu erkennen, was bedeutet Shiva und Shakti. Das ist nicht irgendein Gott mit einer, gut, das Symbol ist ein Gott mit einer Schlange um den Hals, ein schöner Mann mit wallendem Haar und eine wunderschöne Frau, die Shakti. Aber im Grunde repräsentieren Shiva und Shakti Energie und Bewusstsein, die Bausteine des Kosmos, den großen Geheimnis, der Mystik des Lebens. Und Tandava ist der Tanz von Shiva und Shakti. Das bedeutet eigentlich, dass wir tanzen mit dem Bewusstsein und mit der Energie. Wir lernen, mit dem Universum zu tanzen, hinein in die Ganzheit. Aus der Polarität, aus der Dualität ins Einssein zu gehen. Und ich habe im Lauf meines Lebens, ich war immer spirituell, ich bin aus einer Familie gekommen, wo alle mehr oder weniger Künstler oder sehr spirituell waren. Und ich habe mich immer mit vielen Weisheitstraditionen beschäftigt, mehr davon, zum Beispiel auch mit dem Sufismus. Und ich habe auch transzendentale Meditation und viele andere Meditationsformen gelernt und praktiziert. Ich bin aber an Tandava hängen geblieben, weil ich erstens mich gern bewege. Ich sitze doch relativ viel, so wie ihr wahrscheinlich alle vor dem Computer.
Und für mich ist eine Erleichterung, in tiefe Meditation, in tiefe Versenkung zu gehen, in mentale Stille zu gehen, indem ich mich bewege und nicht still sitzen muss und erstarre, weil ein Ziel des Tantra, wenn man das als Ziel bezeichnen kann, ist, uns aus dieser Erstarrung, aus der emotionalen Panzerung und der mentalen Erstarrung, das heißt aus Glaubenssätzen, aus Dogmen, aus Konditionierungen zu holen, unsere derzeitige Identität total zu zerstören, damit unsere wahre Essenz, unsere innerste, tiefste Wahrheit aufsteigen kann und wir unsere tiefste, innerste Wahrheit leben können. Das geht aber erst, wenn wir alle Glaubensstrukturen, wenn wir alle Dogmen, alle Konditionierungen, unsere Vergangenheit vergessen und ins Hier und Jetzt eintauchen. Da kommen wir jetzt schon ein bisschen wieder in den Hermetismus, aber ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir ja heute gemeinsam Tandava praktizieren wollen. Und Tandava schaut sehr leicht aus. Schaut so ähnlich aus wie Qigong und ist im Grunde wie alle tantrischen Königsdisziplinen, zu denen zählen auch die Kashmir-Massage, also Yoga der Berührung und Maituna, die größte, höchste tantrische Vereinigung, die ich wiederbeleben werde, wieder ins Leben rufen werde, und zwar in Kürze, Tantra ist eine große Kunst. Es ist eine große Kunst, aber ihr könnt schon, wenn ihr das erste Mal mit mir praktiziert, könnt ihr schon in euch Veränderungen spüren. Veränderungen, und ihr könnt schon Erfahrungen machen, die ihr vielleicht vorher noch nie gemacht habt. Ich gehe ganz langsam vor, Schritt für Schritt, weil wir ja Anfänger dabei haben. Und für diejenigen, die schon sehr gut oder sogar eingeweiht sind, in den kaschmirischen Tantrismus, ist es immer wieder gut, in die Basics zurückzugehen. So wie beim Tanzen. Ja. Es ist immer wieder gut, weil dadurch der Grund gefestigt wird, auf dem du aufbaust. Ja. Und je fester der Grund, umso fester steht dann der Palast. Der Palast, sei es auch der Palast der Träume und der Visionen. Und wollen wir gleich hineingehen in die Meditation. Und ich denke, ich werde jetzt keine Musik spielen, weil man die eh nicht so gut hört über Zoom. Jetzt, wenn ich das erkläre. Aber ich möchte euch eins bitten, gleich mitzumachen. Nicht nur sitzen und zuhören, sondern alles, was ich sage, wirklich sofort auszuprobieren. Tantra ist eine Erfahrungswissenschaft, hätte ich schon gesagt, eine Erfahrungstradition. Tantra ist nicht eine Philosophie, wo wir nicht nur und vor allem nicht eine, wie soll ich sagen, eine Theorie, wo wir stundenlang zusammensitzen und philosophieren. Das geht schon auch. Wir können dann schon sitzen und diskutieren danach. Aber wenn du Tantra nicht erfahren hast, dann kannst du auch nicht drüber reden. Und diese Erfahrungen, die wir jetzt gemeinsam machen, machen wir deshalb, dass wir sie in unser alltägliches Leben mitnehmen. Für Tantra brauchen wir uns nicht in eine Grotte zurückziehen und Asketen werden oder der kaschmirische Tantrismus ist ein Tantrismus, speziell der kaschmirische Tantrismus, der keine Rituale oder fast keine Rituale, außer dem Maituna-Ritual hat und sofort anzuwenden ist. Sofort, wenn ihr rausgeht aus unserem Zoom-Treffen, ja, könnt ihr das, was wir jetzt gemeinsam praktizieren, anwenden. Jederzeit. Und das ist das Schöne. Wir praktizieren für das Leben,
und im Leben. Das Leben ist unser tantrisches Spielfeld. Lasst uns beginnen. Das Wichtigste ist einmal, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr eine Haltung findet, die euch wirklich gut tut. Und deshalb sitze ich heute nicht in meinem tantrischen Tempel, sondern ich sitze heute in meinem Büro und sitze auf einem Sessel, auf Österreichisch, Stuhl auf Deutsch. Und ihr könnt es genauso gut, ihr könnt genauso gut Tandava praktizieren in eurem Büro oder auf einem Stuhl sitzend, aber ihr solltet euch nicht anlehnen, sodass euer Oberkörper frei beweglich ist. Versucht jetzt einmal eine Stellung zu finden, die euch wirklich gut tut. Entweder auf einem Stuhl oder auf dem Boden, wo immer ihr euch wohlfühlt. Wichtig ist, dass ihr aufrecht sitzt und nicht liegt. Das ist ganz wichtig. Das alle Königsdisziplinen im Tantrismus praktizieren wir vertikal, weil das wichtig ist für den Energiefluss. Ja? Ihr findet also eine Stellung, die euch richtig gut tut. Und der nächste Punkt, die Basis von allem ist die Atmung. Vorher möchte ich euch noch bitten, euch richtig hineinzufühlen in euer Steißbein und richtig mit eurem Steißbein Kontakt mit eurem Kissen, mit eurem Sessel, mit dem Boden aufzunehmen. Denn das Steißbein und das Kreuzbein symbolisieren erstens den Dreizack Shivas. Und Shiva ist das Symbol für Bewusstheit. Und diesen Dreizack Shivas pflanzen wir so richtig hinein in die Erde oder in das Kissen oder wo auch immer wir sitzen. Und das Kreuzbein symbolisiert auch den Kopf der heiligen Schlange. Also wichtig ist, dass wir vertikal sind und wichtig ist, dass wir den Dreizack Shivas richtig gut in die Erde hineinpflanzen und so richtig eine Verbindung aufnehmen mit der Energie der Erde. Und dann fokussieren wir uns, richten wir unsere Aufmerksamkeit langsam auf unsere Atmung. Unsere Augen lassen wir schließen, wenn sie sich schließen wollen. Es muss nicht von ganz vom Anfang der Meditation sein. Am Anfang könnt ihr die Augen so halb offen halten und irgendwann werden sie sich sanft von selber schließen. In dieser Meditation gibt es keine Anstrengung. In unserem ganzen kaschmirischen Tantrismus gibt es keine Anstrengungen. Es gibt nur Bewusstheit. Keine Anstrengung. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf unsere Atmung. Und jedes Mal, wenn der Atem in uns einfließt, entspannen wir unseren Unterbauch und machen Platz für die Atemwelle. Und wenn der Atem aus uns ausfließt, zieht sich das Bäuchlein von selbst wieder ein. Es ist wichtig, dass wir den Unterbauch entspannen, wenn wir einatmen und richtig tief den Atem hinuntergleiten lassen in unseren Bauch, die sogenannte Bauchatmung, ohne etwas zu forcieren. Und wir spüren, wie die Luft in uns einfließt, in unseren Unterbauch. Und wir spüren, wie die Luft beim Ausatmen wieder in uns, aus uns herausfließt. Wir spüren, wie uns der Atem ausdehnt,
wenn wir einatmen und wie sich unser Körper, der Bauch und der Brustkorb wieder zusammenzieht, wenn wir ausatmen. Der Körper beginnt durch die Atmung zu pulsieren. Pulsieren wie das gesamte Universum. Wir pulsieren mit dem Universum durch unsere Atmung. Und gemeinsam mit unserem Unterbauch entspannen wir auch unseren unteren Rücken. Und wenn der Unterbauch und unteren Rücken total entspannen, entsteht durch die Atmung ein leichtes Schwingen unseres Beckens vor und zurück. So wie wenn wir auf einem Kamel reiten würden oder auf einem Beziball sitzen würden und leicht mit unserem Becken nach vor und zurück rollen würden. Und das Atmen ist nicht etwas, was wir zwingen. Und das Atmen ist nicht etwas, was wir tun, sondern es ist etwas, was wir beobachten und was wir geschehen lassen. Wir werden geatmet. Die höchste liebende Intelligenz, die uns erschaffen hat und uns mit tausenden von Funktionen in jeder Zelle, in jeder Sekunde am Leben erhält, atmet uns. Wir lassen das Atmen geschehen, entspannen unseren Unterbauch, entspannen unseren Rücken. Und so entsteht ein leichtes Schwingen vor und zurück. Ein leichtes Schwingen unseres Beckens. Beim Einatmen dehnt sich unser Unterbauch nach außen, dehnt sich dann unser Brustkorb, unser Oberkörper. Beim Ausatmen geht unser Bäuchlein wieder von allein zurück, das Becken zurück. Und unser Körper zieht sich zusammen. Wir pulsieren. Es ist wie ein Ozean. Wie wenn wir die Wellen des Ozeans, die mächtigen Wellen des Ozeans spüren würden. Die Wellen des Atemozeans. Wir geben uns diesen Wellen hin und werden eins mit den Wellen. Wir lassen uns atmen von dieser höchsten Intelligenz. Und je langsamer, umso besser. Wir forcieren nichts und achten auf die Atempausen. Nach dem Ausatmen und nach dem Einatmen. Wir warten auf den Impuls des Einatmens, nachdem wir ausgeatmet haben. Wir schnappen nicht nach Luft, sondern wir warten auf den Impuls dieser höchsten liebenden Intelligenz, die uns atmet. Und es ist der Punkt der Apnoe, wo wir die tiefste Verbindung mit dieser höchsten liebenden Intelligenz, mit diesem höchsten Bewusstsein, von dem wir alle ein Teil sind, eingehen.
Wir verbinden uns mit dieser höchsten liebenden Intelligenz in den Atempausen. Wir warten auf den Impuls. Wir vollziehen nichts. Die Tandava-Atmung ist die Grundlage für alle tantrischen Königspraktiken und ist genau das Gegenteil von Pranayama und allen forcierten Atemweisen anderer spiritueller Traditionen und vor allem des Neotantrismus. Die Tandava-Atmung praktizieren wir auch in der tantrischen Vereinigung, wir antiken Tantriker. Wir forcieren nichts, wir machen keine sexuelle Atmung, sondern wir fließen mit dem Atem. Ich würde diesen Atem als Atem der Liebe, der absoluten Liebe bezeichnen. Und wir spüren, wenn der Atem in uns einfließt, unser Becken nach vorschwingt, unser Bäuchlein nach außen, wie uns diese Atemsäule aufrichtet, jeden einzelnen Wirbel der heiligen Schlange unserer Wirbelsäule aufrichtet beim Einatmen. Wir strecken uns gegen den Himmel und beim Ausatmen wieder entspannen. Unsere Wirbelsäule wird lebendig. Sie wächst in den Himmel beim Einatmen und entspannt beim Ausatmen. Wir wachsen in den Himmel beim Einatmen und entspannen beim Ausatmen. Wir werden Boten zwischen Erde und Himmel. Unser Becken bewegt sich nach vorne und hinten. Unser Körper dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Und wir wachsen in den Himmel und entspannen uns wieder. Wir sind also in ständiger Bewegung. Wir bewegen uns mit dem Universum. Alles im Universum ist in ständiger Bewegung. Und wir auch. Und das ist das Schöne an dieser Meditation. Wir bewegen uns in eine Harmonie hinein mit dem Kosmos. Wir schwingen, wir lernen mit dem Kosmos zu schwingen, uns einzustimmen, wie eine wertvolle Stradivari, die, wenn sie in einem Raum ist und eine andere wertvolle Stradivari spielt, mitschwingt. Wir schwingen mit dem Kosmos. Alles bewegt sich, alles ist in Schwingung. Ein hermetisches Gesetz. Wir atmen. Wir entspannen den Unterbauch und den ganzen Körper, damit das Atmen geschehen kann. Wir lassen das Atmen geschehen. Wir lassen das Schwingen geschehen. Wir lassen das Ausdehnen und Zusammenziehen geschehen. Wir werden eins mit dieser Schwingung. Und genießen sie, wir genießen unseren Atem. Und nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Zwerchfell, auf diese wunderschöne Medusa in der Mitte unseres Körpers. Am nächsten Freitag werde ich euch eine Übung zeigen, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt
mit dieser wunderschönen Medusa, ihr wirklich Freund werden könnt mit dem Zwerchfell. Das Zwerchfell ist der größte Atemmuskel, den wir haben. Und wenn wir ihn nicht erfühlen können und wenn wir ihn nicht spüren können, dann sind alle Atemübungen für die Katz. Es hat überhaupt keinen Sinn, großartige Pranayamas zu machen, wenn wir vorher nicht unser Zwerchfell entdeckt haben. Wir richten, wir atmen und richten unsere Aufmerksamkeit auf das Zwerchfell in unserer Mitte und versuchen zu fühlen, wo es hinschwingt, wenn wir einatmen, ob es nach unten oder nach oben schwingt und wo es wieder hinschwingt, wenn wir ausatmen. Wo schwingt das Zwerchfell hin, wenn wir in den Himmel wachsen, beim Einatmen? Und wo schwingt es hin, wenn wir ausatmen und uns entspannen? Wir fühlen unseren Innenraum. Und vielleicht kann der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt schon spüren, diese wunderschöne Medusa in eurer Körpermitte, die beim Einatmen nach unten schwingt und beim Ausatmen nach oben sich zusammenzieht. Und deshalb entspannen wir unseren Unterbauch ganz, damit wir Platz machen für unsere wunderschöne Medusa in unserer Körpermitte. Damit sie sich ausdehnen kann nach unten und unsere wunderbaren Organe massieren kann, sodass wir einen wunderbaren Stoffwechsel und eine gute Verdauung haben und beim Ausatmen sich wieder zusammenziehen kann. Und so lassen wir durch unser Zwerchfell und durch unseren Atem unsere Organe massieren. Eine wunderbare Massage unseres Inneren, die nichts kostet und die so angenehm sein kann. Wir spüren jetzt unseren Atem und diese Massage von innen. Wir genießen diese Massage von innen, dieses Schwingen nicht nur unseres Beckens, sondern auch unseres Zwerchfells, nach oben und unten. Es ist jetzt schon ein Tanz unseres Beckens nach vor und zurück, ein Tanz unserer Wirbelsäule in den Himmel und in die Erde. Ein Schwingen und ein Tanz unseres Zwerchfells nach oben und unten. Wir lassen uns atmen und genießen. Wir genießen die Bewegung, die Intelligenz, die uns atmet. Wir genießen das Ausdehnen in den Raum beim Einatmen. Und wir entspannen unsere Zunge. Wir lassen uns weiter atmen. Wir lassen unser Zwerchfell weiter schwingen. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf unsere Zunge. Unsere Zunge ist ganz entspannt.
Wie kannst du deine Zunge entspannen? Die alten Tantriker haben da ein schönes Bild kreiert. Du stellst dir vor, du bist ein wunderschöner Tiger und ruhst dich aus in der Mittagssonne und liegst auf einem Ast. Lass alle Viere runterhängen und auch deine Zunge hängt raus. Ihr habt sicher schon alle Bilder oder im Zootiger gesehen, die ihre Zunge raushängen haben lassen. So, die ist ungefähr so ein halber Meter lang. Und mit diesem schönen Bild schaffen wir es, unsere Zunge ganz zu entspannen. Wir entspannen unseren Unterbauch, unseren unteren Rücken. Unser Zwerchfell schwingt entspannt in unserer Mitte. Und wir entspannen unsere Zunge. Wenn unsere Zunge entspannt ist, dann ist auch unser Perineum, unser Beckenboden total entspannt. Und wir können die Erdenergie, die Energie der Mutter Erde, auch wenn wir am Sessel sitzen, aufnehmen. Denn unser Beckenboden öffnet sich, das Perineum öffnet sich. Und die Atemenergie kann dann fließen, den inneren Kanal entlang, nach oben, in die Krone, durch alle Chakren hindurch. Wenn die Zunge entspannt ist, aktivieren wir unsere Zirbeldrüse, eins der besten Arten, alten, authentischen, tantrischen Weisen, die Zirbeldrüse zu aktivieren, ist unsere Zunge zu entspannen. Eine entspannte Zunge aktiviert unsere mystische Drüse zwischen unseren Augenbrauen. Und sie beginnt, eine Substanz auszuschütten und zu produzieren und auszuschütten, die ähnlich dem Ayahuasca ist. Und die unseren ganzen Körper entspannt und uns in eine leichte Trance versetzt. Nach ein paar Minuten, wenn wir diese drei Punkte, die ich euch jetzt verraten habe, wenn ihr dahin eure Aufmerksamkeit errichtet, nach ein paar Minuten, 3 bis 5 Minuten, kommt ihr in eine leichte Trance. Ich spüre sie schon, obwohl ich anleite. Und es ist dann wie ein Reflex. Ja, ihr könnt innerhalb dann euch von einem Sekunden könnt ihr in diese Trance, in diese leichte Trance verfallen. Und was ist diese Trance? Diese Trance ist, wir schalten unser Gehirn von den geschäftigen Beta-Wellen hinein in die entspannenden Alpha-Wellen und in die mystischen, meditativen Theta-Wellen. In die totale Entspannung und in die Dimension, in der wir mit dem einheitlichen Feld, mit dem Quantenfeld in Verbindung treten und kommunizieren können und erfahren und mit dem Herzen erkennen können, dass wir ein Teil dieses Feldes, aus dem alle Materie entsteht, dass wir ein Teil dieses Feldes sind, dieser höchsten, liebenden Intelligenz, dass wir alle Kinder der Liebe sind, Kinder der höchsten, liebenden Intelligenz, traditionellerweise
auch Gott genannt. Wir lassen uns atmen. Wir genießen die Bewegungen und den Tanz, der in uns entsteht, durch unsere Atmung. Wir spüren unser Becken tanzen. Wir spüren unser Zwerchfell tanzen und schwingen. Wir spüren unsere Wirbelsäule sich in den Himmel strecken und wieder sich entspannen und die Basis für alles ist die Atmung, der wir uns hingeben und die wir geschehen lassen. Und vielleicht spürt ihr schon diese subtile Vibration in eurem Innenraum. In eurem Raum des Glücks, in eurem inneren Glücksraum, den ich so bezeichne. Vielleicht spürt ihr, wie da eine subtile Vibration entsteht. Das Banda, wir werden damit geboren. Wir haben es immer in uns. Wir müssen es nur befreien, indem wir uns ganz entspannen und alle emotionalen Panzer brechen und abwerfen. Durch die ständige Bewegung, die sanfte, fallen alle unsere Panzer ab. Und wir können endlich frei sein. Vielleicht spürt ihr schon eine vibrierende Freiheit in eurem inneren Glücksraum. Und lasst euch ausdehnen, ihr könnt euch auch die Arme mitnehmen. Lasst euch atmen, lasst euer Becken bewegen. Ich werde euch die Beckenbewegung das nächste Mal genau noch zeigen, nächsten Freitag. Lasst euren Brustkorb sich ausdehnen, lasst euer Herz sich ausdehnen. Lasst euren inneren Glücksraum sich ausdehnen. Über die Grenzen, die ihr euch selbst gesetzt habt, die uns die Gesellschaft gesetzt hat, die Konditionierungen der Gesellschaft gesetzt hat. Über diese Grenzen hinaus ausdehnen. Lasst euren Glücksraum immer größer und größer werden und wachsen über eure Grenzen hinaus. Und nun lasst uns unsere inneren Glücksräume verbinden, die wir hier mitsammen
praktizieren und meditieren. Spürt, wie sich unsere inneren Glücksräume ausdehnen und berühren, gegenseitig streicheln und umarmen. Ah, wie schön in dieser Zeit der Distanz, der Trennung. Lasst uns ineinander fließen. Lasst uns gemeinsam atmen, gemeinsam pulsieren und gemeinsam ein Glücksraum werden. Lasst uns ineinander fließen, lasst uns unsere Glücksräume ineinander fließen, wie Honig. Lass den süßen Nektar unseres Glücks, der Art der absoluten Liebe, ineinander fließen. Lasst uns verbinden im Quantenfeld, auch wenn wir nur über das Internet meditieren. Lasst uns das Quantenfeld betreten und uns verbinden. Unsere Energiekörper, unsere Glücksräume verbinden. Vielleicht wird uns jetzt ganz warm ums Herz, weil sich unsere Glücksräume umarmen und streicheln. Und liebevoll berühren, spürt ihr das? Oh, ich spüre euch. Mein Herz öffnet sich in absoluter Liebe. Mein Körper vibriert, jede Zelle meines Körpers vibriert vor Glück. Und Liebe und Einheit. Ihr könnt euch auch Laute von euch geben. Ihr braucht nichts zurückhalten. Ihr könnt euch bewegen, auch im Außen. Ihr könnt eure Arme öffnen. Alles, was aufkommt, darf sein. Lasst es zu. Meine Augen sind ganz feucht. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass alles zu fließen beginnt. Wenn ich tief in die Meditation einsteige, werden meine Augen feucht und alles beginnt zu fließen. Und kuschelt euch hinein in den Glücksraum des anderen. Lasst uns so richtig unsere Kuschelräume zusammenkuscheln. Ah, es ist gut. So gut. Euch zu spüren in dieser Zeit der Trennung. Lasst alles geschehen, total entspannt und voll Hingabe. Das ist Liebe. Liebe, göttliche Liebe, tantrische, göttliche Liebe und Einheit.
Tandava. Das Liebesspiel von Shiva und Shakti. Von Bewusstheit und Energie. Und jetzt lade ich euch ein, ganz still zu sitzen. Wieder die Aufmerksamkeit auf die Atmung, noch auf sonst was zu richten. Sondern total in die Stille gehen und eine Reise tief in euer Inneres anzutreten. Wir ziehen uns wieder zurück, ganz tief in unseren inneren Glücksraum und spüren hinein, was die Meditation mit uns gemacht hat und macht. Wir tauchen ein in die nachtblaue Dunkelheit unseres Innenraums und werden ganz still. Wir spüren das Leben, das in uns pulsiert. Wir spüren, dass wir ganz lebendig sind. Lebendig, frei, unkontrollierbar. Voll überquellender Lebensfreude. Und in diesem Zustand mit geschlossenen Augen lade ich euch ein, den Worten meines geliebten Meisters Daniel Odier zu lauschen. Die Freude belegt einen zentralen Platz auf der Suche nach dem Absoluten, die dem ganzen Leben zugrunde liegt. Sie ist weder mit dem Vergnügen noch mit dem Glück zu vergleichen, die von äußeren Faktoren abhängen und vergänglich sind. Die Freude
bildet den Mittelpunkt aller Suche und ist gleichzeitig die deutlichste Bekundung, dass ein Mensch die Harmonie erreicht hat, nach der in Philosophie, Kunst oder spirituelle Praxis haben streben lassen. Was die Freude so besonders macht, ist, dass sie wie alle wesentlichen Dinge wiederentdeckt werden kann. Es scheint, dass wir mit dieser inneren Fähigkeit geboren werden. Doch die Konditionierungen, denen wir uns unterworfen haben, uns dazu bringen, dieses grundlegende Gut zu vernachlässigen, um flüchtigere Vergnügungen zu suchen. Nach und nach lassen uns die von Vergnügungen und ein wenig künstlichen Vorstellungen von Glück verursachten Enttäuschungen die Freude vergessen, die eine aufmerksame und beständige Kreativität erfordert. Wenn man einen Menschen findet, der in der Realität verankert ist, wird man beobachten, dass allein die Freude unabhängig von jeglichem äußeren Faktor ist. Sie erstrahlt unabhängig von äußeren Gegebenheiten. Und obgleich sie unbeständig ist, kann sie nichts zunichte machen. Ihre Kraft kommt von ihrer Ungebundenheit. Sie ist zugleich das Gegenteil von Traurigkeit und Melancholie und hat mit diesen gemeinsam in keinem direkten Zusammenhang mit unseren Lebensumständen zu stehen. Weder der fröhliche noch der melancholische Mensch brauchen positive oder negative Gegebenheiten, um in ihrem Zustand zu baden. Ich lade euch nun ein, wenn ihr bereit seid, im Zustand dieser inneren Freude langsam die Augen zu öffnen und von innen freudig nach außen zu blicken. Auf den Bildschirm, in euer Zimmer, in die Welt. Und ich lade euch ein, euch von nichts und niemand diese Freude nehmen zu lassen. Kein Virus, keine Gesetzesbeschränkungen, keine Regierungen, kein Mensch kann uns diese Freude, diese innere Freude, diesen inneren Glücksraum trüben. Und wenn wir diesen inneren Glücksraum nach außen strahlen lassen, dann verändern wir die Welt, ob wir wollen oder nicht. Unsere Welt und die ganze Welt. Namaste.